Erneut willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Dieses Let's Play neigt sich bald schon seinem Ende zu, aber noch bin ich nicht mit der 9. Welt Klicklock gut fertig. Es bleibt die letzte Jahreszeit, der Winter. Hier finde ich die letzten beiden Puzzleteile, sowie die beiden leeren Honigwaben und die letzten Noten. So, und hier gibt es auch Eiswürfel. Bekannt aus Freezes Peak der 5. Welt. Die Schneemänner gibt es hier auch. Aber zum Glück sind diese Schnapppflanzen vertrocknet. So. Zack und zack und zack. Gleich Crash-Eis gemacht. So. Die Schneemänner, die stehen da oben. Aber jetzt zeige ich euch gleich mal, wo es die erste leere Honigwabe hier gibt. Und so müssen wir hier in das Loch im Eis rein, also im zugefrorenen See. Ja, tauche ruhig in das Eiswasser hinein. Deine Luftreserven werden bald am Ende sein. Ja, hier verlieren wir ziemlich schnell Sauerstoff. Deswegen muss ich hier ganz schnell jetzt in den Biberbau schwimmen. So, sehr schön. Denn hier ist die Honigwabe. Ups, normalerweise bekomme ich im Winter keinen Besuch. Egal, du bekommst trotzdem Besuch, aber ich habe mir eh nur die leere Honigwabe geholt. So, und jetzt mache ich mal ein kleines Safe State, weil der Rückweg ist etwas knifflig. Da muss man nämlich wirklich nicht nur schnell schwimmen, sondern man muss sich hier ein bisschen geschickt anstellen, dass man auch wirklich beim Loch auftaucht und nicht irgendwie gegen die Eisdecke schwimmt, weil sonst säuft man ab. So, das geht sich wirklich nur ganz knapp aus. So, da ist das Loch. Wow. Nein! Ah, seht ihr? Warum nur? Verdammte Kacke, ich hasse dieses Spiel. Nein, ich hasse das Spiel nicht. Nein. Nein. Wo denkt ihr hin? Ich liebe dieses Spiel natürlich, aber ich hasse solche saublöden Missgeschicke von mir. So, da könnte ich mich wirklich selbst ohrfeigen. So, nochmal. Und diesmal werde ich kurz vor dem Loch langsam schwimmen. So, ich glaube, dann geht es besser. Ich bin ja plötzlich nochmal abgetaucht. Na, Mann! Oh Mensch, jetzt reicht's, aber jetzt habe ich die Schnauze echt gestrichen voll. Das darf ja nicht wahr sein. Wie blöd bist du eigentlich? Ich bin doch aufgetaucht. Ich wollte nicht nochmal abtauchen, du Blödbär. Jetzt bin ich echt sauer. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Sowas. Jetzt tauch hier auf und raus. Oh, ich hab's geschafft. Ja, und seht ihr, im Winter ist diese schöne Riesenblume verwelkt. Und hier gibt's noch einen Schädel. So, und ein Eiswürfel. So. Boah, ich hätte ja nicht... Ich habe ja gesagt, dass das schwierig wird. So. Naja, du blöder Schneemann, du wirst noch dran glauben. Aber erstmal gehen wir zu Mumbos Haus, weil da... Da befindet sich der letzte Yinji, und zwar auf dem Dach. Ich hab Schluck auf. So, Moment, ich muss irgendwie... So geht das. Und der letzte Yinji des Spiels ist befreit. Juhu. Puzzleteil Nummer 9. Jetzt fehlt wirklich nur noch mein einziges hier in dieser Welt und das letzte in der Oberwelt, weil der Hexenschalter befindet sich auch hier im Winter. Hey, wo ist Mumbo? Mumbo ist im Urlaub, kommt im Frühling wieder. Okay, danke für die Info. Also Mumbo ist es scheinbar im Winter zu kalt geworden. Deswegen ist er in den Urlaub gefahren. Meine, machen ja auch viele Leute, ne? So, okay, hier gibt es nur rote Federn, sonst nichts. Und nur den Bienenstock zum Energieauffüllen. Na gut, dann gehen wir wieder. So, ein Puzzleteil fehlt noch. Der Hexenschalter fehlt noch und Noten fehlen auch noch. Es fehlen doch noch ein paar Sachen, aber hier gibt es jetzt zum Glück endlich Flugplatten. Im Winter können wir fliegen und diese gottverdammten Schneemänner besiegen. Und okay, das war nichts. Und ich bin auf dem Boden aufgekommen. Man verpisst dich, du Eiswürfel.
verdammter Mistwürfel. Wer will denn schon im Winter Eiswürfel? Also in seinen Getränken, meine ich. So, komm her. So, jetzt mache ich mal Safe Steal in der Luft und dann... Bäm! Oh, da ist noch ein Mumbo-Schädel drunter gewesen. Ich sammle den trotzdem ein. So, 23. Obwohl ich gar keinen brauche, aber egal. So, die Dornen sind zum Glück auch überfroren. So, da ist schon der nächste Schneemann. Ich weiß nur, unter einem von denen ist nämlich der Hexenschalter versteckt. Das war daneben. So, ich will aber alle von diesen dämlichen Schneemännern killen. Mensch, Meier. Also die Steuerung ist ein bisschen blöd hier zum Zielen. Jetzt aber. Zack! So, jetzt ist da oben einer. Ah, und hier sind doch Noten. Autsch! Oh mein Gott, voll gegen die Wand geflogen. Na, warte. Komm her, du. Ui, oh mein Gott, er prallt ab. Was zum... Was soll denn das? Zack! Na, also geht doch. So. Ja, hier seht ihr schon den Adler, den wollte ich euch aber noch nicht zeigen. Ich will erstmal noch diesen Schneemann hier vernichten. Zack! So, aber der mit dem Hexenschalter, der ist jetzt, glaube ich, auf einem dieser Äste hier. Ja, und ihr könnt sehen, auch das Wespennest gibt es im Winter nur noch mehr zur Hälfte. So, wo ist jetzt der Schneemann mit dem Hexenschalter? Ist der weiter oben oder weiter unten? Muss ich gucken. Oh, Moment, ich höre was lachen. Ah, da ist er. Zack. So, hier ist der Hexenschalter. Endlich gefunden. Und natürlich gedrückt. So, und da oben erscheint das letzte Puzzleteil in der Oberwelt. Das 100. und finale letzte Puzzleteil überhaupt. Dann habe ich alle eingesammelt. So, oh Moment. So, ja, und für dieses Puzzleteil muss ich leider dann noch einmal zurück zum Frühling und mich nochmal in eine Biene verwandeln lassen, weil anders komme ich ja dann nicht hoch. So. So, erstmal wieder hochfliegen. Hier ist ja noch so ein blöder Schneemann. Verpiss dich! Mensch, wieso treffe ich den denn nicht? Den muss man ja wirklich genau immer am Hut treffen. Ich meine, warum haben die sonst ein X drauf aufgemalt? Zack! So. Hoffentlich war das der letzte. Oder wenn nicht, dann nicht. So, hier auf dem Dach des Hauses sind jetzt Noten. Die kriegt man aber ein bisschen schwierig. So, ich mache lieber mal ein Safe State, bevor ich hier runterfalle. Und so muss man... Man muss, glaube ich, mit einem Rückwärtssalto auf das Haus rauf und dann sofort in den... Huckepark-Modus wechseln. Komm schon. Benjo, bitte sei ein braver Bär. Bitte sei ein braver Bär. Mach mich nicht irre. Ah, nee, Moment. Es ist eine kleine Spielerei. So jetzt. Und... Puh, geschafft. So, die Noten will ich natürlich nicht verpassen. So. So. Au, moah. Ja, verdammt, verdammt, verdammt. Ach, Mann, der hält ja nichts aus, dieser Benjo-Bär. So. Wo sind jetzt noch Noten? Sind nicht da irgendwo... Da oben noch Noten? Also bei diesen... Bei den Verästelungen hier, sind hier nicht noch Noten? Jep, hier sind noch Noten, habe ich es doch gewusst. So, dann bitte einmal landen. So, ich mache lieber ein Safe State, so. Genau, hier sind auch noch Noten. Und eine Goldfeder. So, jetzt habe ich bald alle beisammen. Ich hoffe wirklich, ich habe in keiner anderen Jahreszeit welche übersehen. Das wäre etwas blöd, da müsste ich da auch noch extra hin zurück und nachsehen. So, 92 Noten. Also 8 Stück fehlen immer noch. So. Ach, ich gehe hier jetzt einfach zu Fuß hoch. Vielleicht sind ja da auch noch Noten, die ich übersehen habe. So, verpiss dich erstmal, du Robin Hood-Verschnitt.
So, Moment, was ist hier? Oh. Moment. Ah, ist noch ein Mumbo-Schädel. Ach, na gut, dann fliege ich eben nach oben. Ich fliege. Fliegen ist schön. Super für den zwar auch, aber nur wenn ich sie brauche, danke. So, hier auf diesen Querverstrebungen ist nichts. Gut, na, ich will nur... Mann, Banjo, du hältst dir echt nichts aus. Man, im zweiten Spiel, im Banjo-Tooie, da gibt es zum Glück dann später einen Cheat, wodurch man keinen Fallschaden mehr nimmt, aber in diesem Spiel gibt es den leider nicht. So, na egal. So, dann ich fliege jetzt hier nochmal herum. Mich noch umsehen, ob hier noch Noten sind. Von der Luft sehe ich die ja doch am besten. Die Nischen, glaube ich, sind auch keine mehr. So. Ah ja, und hier ist jetzt ganz da oben noch ein Fenster. Gut, ganz da oben nicht, aber etwas weiter höher. Das muss ich jetzt im Sturzflug zerdeppern. Was aber gar nicht so leicht ist. Und zack, so, und jetzt muss ich mal hier oben landen. So, wow, 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 wow. Und es ist rutschig. So, ich mache lieber einen Safe State. Ich muss jetzt hier hinein. Ha, sehr gut. Hat er doch gleich geklappt. Dumm. Dumm. Dumm, dumm. So. Ah, noch mehr Gegner. Sie wollt wohl alle auf die Mütze, hm? So. Hier drinnen ist nämlich so ein... scheinbar ein geheimes Eichenlager, von dem ich vielleicht nicht mal Nabut gewusst hat, aber hier ist die letzte Honigwabe. Und noch einmal gibt es extra Energie. Ein letztes Mal. 2, 4, 6, 8 Honigwaben insgesamt. Mehr geht nicht. Ich habe alle leeren Honigwaben des Spiels gefunden. Sehr schön. Jetzt fehlen nur noch mit den letzten beiden Puzzleteile und die letzten Noten. Ich hoffe, ich finde die noch. So, Nabnuts Tür ist zwar zu, aber durchs Fenster kommen wir rein. Ich glaube, dass vielleicht er noch Noten in seinem Haus hat. Und seht mal, der hat eine Freundin. Mmh, Eicheln. Das ist richtig süß. Der hat eine rosafarbene Eichhörnchenfreundin. So, hier sind blaue Eier. Gibt es hier noch Noten oder nicht? Nein, hier sind rote Federn. Und hier sind blaue Eier. Hm. Wo sind nur die letzten Noten? Ich habe immer mehr das ungute Gefühl, dass ich irgendwo welche übersehen habe. Ah, Moment mal, hier sind noch welche. 4 Noten. Das sind aber immer noch nicht genug. Oh, Moment mal. Wehe, du fällst jetzt runter, dann hasse ich dich, Banjo. Natürlich nicht wirklich. So, nochmal 4 Noten fehlen aber. Aber wo sind die? So, ich mach mal ein Safe State. Hier ist noch ein Mumbo-Schädel, den hole ich mir noch. So. Na gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal zum... Nein, nicht zum Eierkacken, wir gehen zum Adler. Weil der ist jetzt endlich ausgewachsen. Der ist jetzt ein erwachsener, großer Adler. Wie ihr sehen könnt. Ah, da sind die letzten Noten. Sehr gut. Gut, dann hat sich das auch erledigt. So. Schau mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Boah. Ein ausgewachsener, fetter Adler. Ich habe eine Belohnung für dich, mein Freund. Hier ist sie. Und der hat das Puzzleteil rausgefurzt. Na, sehr lecker. Und damit habe ich alle 10 Puzzleteile in der letzten Welt. Und da drüben sind jetzt auch noch die allerletzten Noten. Deswegen mache ich hier jetzt lieber nochmal ein Safe State. Die letzten 4 Noten. So, die sind jetzt doch hier oben.
So, nur noch eine Note. Nur noch eine Note und da ist sie. So, lieber nochmal ein Safe State. Ich will jetzt bloß nicht runterfallen. Und geschafft. Yeah. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Sehr schön. So, jetzt mache ich noch einen Status-Check. Statistik. Ich habe alles. Jawohl, ich habe alle Welten komplett abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch mir das allerletzte Puzzleteil, das 100. Puzzleteil, was es noch in der Oberwelt zu finden gibt. Aber da muss ich mich nochmal kurz in eine... Oh, in eine Biene verwandeln lassen. So, das heißt, ich muss in den Frühling zurück. Und dann habe ich quasi 100% erreicht im Spiel. Was es dann natürlich noch zu tun gibt, ist natürlich Grundhilde besiegen, ist ja klar, weil die hat Tudi ja schließlich immer noch in ihrer Gewalt. In ihren grünen, hässlichen Warzenfingern. So, jetzt auf direktem Wege geht's zu Mumbo. Dann kann ich schön hier in diesem Part das letzte Puzzleteil einsammeln. Na, großartig. So, Moment, ich glaube, wenn man sich ganz geschickt anstellt, kommt man sogar hier hoch. Oder auch nicht, aber ich will hier hoch. Haha! Und tschüss, Mann. So, kleine Abkürzung genommen. So. Gehen wir noch einmal zu Mumbo und lassen uns noch ein letztes Mal verwandeln. Ah, ich pfeife da drauf. Ich brauche jetzt keine Gummistiefel. Ich gehe so rein, ich kann den Schmerz ertragen. So, mein Lieber, ich habe nochmal 25 Mumbo-Schädel. Ich weiß nicht, ob das schon alle sind. Aber mehr habe ich jetzt eigentlich nicht gefunden. Ich weiß, glaube ich, wo noch einer sein müsste. Aber dann wäre es eine komische Zahl, nämlich 26. Und vielleicht kann man noch 30 am Ende haben. Ich weiß es nicht genau, aber es ist eigentlich egal. Das zählt ja nicht wirklich zu den 100%. So, jetzt muss ich einfach noch hier aus der Welt raus. So, schnell jetzt. Zeit für den Part wird schon knapp. So, einfach auf die Startplatte stellen. Und einfach hier hochfliegen. Und da oben in der Nische ist das letzte Puzzleteil. Das 100. Finale, letzte Puzzleteil im ganzen Spiel. Sehr gut. Und damit beende ich den Part, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir Grundhilde verprügeln. Ciao.